Als ich circa 13 Jahre alt war, hatte ich die Idee, im Steinbruch von St. Margareten Opern aufzuführen. Natürlich hat mir damals in meinem Umfeld niemand zugehört, war zu jung auch für diese Idee. Hätte ich Sie treffen müssen damals, dass so eine Idee Wirklichkeit werden hätte können? Ich weiß nicht, wann Sie 13 waren, ob das vor dem Zweiten Weltkrieg war oder kurz nach. Na ja, 1972. Also, 1972 wäre es möglich gewesen. Ich war von 1973 bis 1977 Intendant des Theaters im Burgenland. Ich saß in Eisenstadt im Schloss Esterhazy und habe viele schöne Sachen im Burgenland gemacht. Und Sie waren vielleicht als damaliger Schüler auch noch eines meiner Opfer. Wir haben auch in allen wichtigen, wir haben rund 20 burgenländischen Orten Theater gespielt. Und das aber in welcher Qualität? Fritz Muldia, Wolfgang Gasser, Herwig Seeböck und so weiter. Und es hätte sein können, dass ich Sie damals auch theatralisch beglückt hätte. Also hätten wir eigentlich damals, wie Sie so jung waren, ins Gespräch kommen können. Ich hätte gesagt, Moment, gute Idee, junger Mann. Wir machen das unbedingt. Ich weiß nicht genau, ob das damals funktioniert hätte. Ich glaube, nein. Aber zum Glück hatte die Idee später noch jemand gehabt, nicht? Ja. Ja, zum Glück, ich weiß es nicht. Also das ist ja sehr schön, was die machen. Aber ob die Margaretner, naja, die verdienen natürlich sicher daran. Aber ob die nur Freude haben, weil sie natürlich ein bisschen eine Einschränkung ihrer Passionstradition erleben, aber das weiß ich nicht. Vielleicht sind die sehr glücklich. Was hat Sie damals inspiriert, die Kobersdorfer Festspiele zu gründen? Mein Job. Ich war im Burgenland engagiert, hatte einen Vertrag als Intendant mit der Auflage, alles, was zum höheren Theaterverständnis des burgenländischen Publikums beiträgt, zu machen. Das heißt, ich habe also nicht nur Theater gespielt, ich habe nicht nur geschaut, dass wir sehr gute Leute hierher bekommen, sondern ich habe auch geschaut, zum Beispiel Dichterlesungen zu machen, Dietmar Grieser, Barbara Frischmuth, bin mit denen durchs Burgenland gezogen, Klaus-Jürgen Wusso, allererste Garnitur Burgtheater. Und das war mein Vertrag. Ich hatte also mit 27 diesen Intendantenjob. Ich war der jüngste österreichische Intendant in einem Landestheater. Und ich hatte die Aufgabe, alles zu tun, was den Burgenländern zu einem höheren Theaterverständnis, so hat es geheißen, verhilft. Sie haben auch die Heidentage gegründet. Ja, 1977. Wir haben begonnen. Wobei ich sagen muss, ich habe sie nicht begründet. Ich war dabei. Ein Mann namens Professor Schäfer, der ein toller Mann war, im Rollstuhl sitzend, arm. Es ist ihm aber ein funktionierendes Gehirn. Es ist ihm körperlich nicht gut gegangen. Und er war Professor in Oberschützen auf dieser damaligen Expositur von der Grazer Musikakademie. Und der ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob wir das nicht machen könnten. Und dann haben wir es gemeinsam ausgedacht. Wir haben 1977 zum ersten Mal Heidentage gemacht. Und die waren ein derartig wahnwitziger Erfolg, dass wir dieses Heidenwerk, das brennende Haus, wir sind gar nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, das ist 8 Mal habe ich das inszeniert nachher. Wir haben es inszeniert. Ich bin von Dresden bis Neapel mit dieser Inszenierung herumgefahren. Und es hatte dann auch die Folge, zum Beispiel, ich sitze bis heute auf Heiden. Ich sitze gern auf Heiden, ich habe kein Problem. Aber angefangen hat es 1977 mit den Heidentagen. Wir haben damals zum Beispiel 1982 die Heidentage Wien auch begründet mit dieser Organisation. Die Symphoniker haben gespielt in der Heidenkirche. Ich habe Heidenbriefe gelesen. Also wir sind mit Heiden wirklich europaweit unterwegs gewesen. Sie haben bei der ORF-Publikumswahl 110.000 Stimmen bekommen, was Ihre Popularität widerspiegelt. Welches Schaffen von Ihnen ist der Grundstein für Ihre Popularität? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die Sie mir jetzt stellen, über die ich ehrlich gesagt mein ganzes Leben noch nicht nachgedacht habe. Wenn ich jetzt aus dem Handgelenk eine schnelle Antwort gebe, sage ich Ihnen, es könnte vielleicht merken Sie es auch in unserem Gespräch, damit zusammenhängen, dass ich die Leute gern habe. Ich finde, ich wäre wahrscheinlich schlecht eingesetzt in der Waffenindustrie oder in der Stahlindustrie. Aber das, was ich mache, Theater, Fernsehen, Bücher, hängt alles zusammen mit Menschenliebe. Ich bin vernarrt in Nächstenliebe, in Menschen, in Freundlichkeit, in gescheiter werden, auf
harmlose Weise, ohne Holzhammer, ohne Zeigefinger. Und wo immer ich kann, versuche ich Fröhlichkeit zu erzeugen. Und vielleicht hängt das ein bisschen mit der Popularität zusammen. Die Menschen werden immer älter, bleiben länger leistungsfähig. Trotzdem hat man ab 50 schweren Zugang zum Arbeitsmarkt. Man ist gesellschaftlich doch eher etwas am Rand. Auch im TV werden viele Formate für Jugendliche kreiert. Wie können Sie da entgegenwirken, jetzt speziell im ORF? Lustig, dass Sie mich das heute fragen. Wenige Stunden bevor ich hier in Neufeld mit Franz Liszt mich produziert habe, habe ich in der Presse gelesen, meinen heutigen Gastkommentar in der Tageszeitung Die Presse. Ich habe mich wählen lassen von diesen vielen, vielen Menschen in die höchste Zahl, die es je gegeben hat, in den ORF-Publikumsrat und daraus dann in den Stiftungsrat, mit diesem Hintergrund, dass ich für die älteren Menschen was zu tun gedenke. Und das ist auch der Fall. Wir sind dabei, wir bereiten gerade vor eine Fernsehsendung. Ich verstehe überhaupt, ich bin 65, ich verstehe nicht, wie man mit 58, 59, 60 in Pension gehen kann und kann sagen, Kinder, jetzt fängt das Leben an. Gott sei Dank ist die scheißliche Arbeit vorbei. Das ist ein Irrtum. Das Leben fängt jeden Tag an. Und ich möchte so gerne dazu beitragen, dass die Menschen mit Freude in ihre Zukunft gehen, mit Freude 75 sind, mit Freude sich für alles interessieren. Und jetzt machen wir eine Fernsehsendung. Wir sind ganz in der Zielgeraden. Es kann nur mehr ein paar Monate dauern, dann haben wir sie, wo wir genau das machen. Wo wir den Menschen sagen, Kinder, hört doch nicht auf, ist doch lächerlich. Wenn ihr in Pension geht, fängt doch nicht das Leben erst an. Und es hört vor allem das Leben auch nicht auf. Sondern es ist schön, es ist lustig, es ist gescheit, es ist aufregend, es ist spannend. Und deswegen, also gebe ich Ihnen völlig recht, und deswegen also hoffe ich sehr, dass die Menschen das annehmen werden, was wir gerade fürs Fernsehen vorbereiten. Meine Liebe zu Venedig hat während eines Segelturns begonnen. Von der See kommend war Venedig zuerst noch im Nebel und dann ist die Sonne durchgebrochen und Venedig ist dagestanden. Es war fast göttlich. Wann und wie hat Ihre Liebe zu Venedig begonnen? Lustig. Also meine nicht. Hat ganz anders begonnen. Hat auch viele Unterbrechungen erlebt, das muss ich auch sagen. Ich habe mich zuerst verliebt in Verona. Ich war völlig vernarrt in Verona. Dann war ich einmal in Venedig und war nur, na, vielleicht dreiviertel Tag oder so. Es waren unglaublich viele Touristen, es ist mir auf die Nerven gegangen. Ich war gegenüber vom Bahnhof, die Kirche, die kleine, und dann bin ich nach links entlang gegangen. Und es ist mir eigentlich alles ziemlich auf die Nerven gegangen. Und dann auf einmal hat es mir irgendwann die Sicherung durchgehaut. Allerdings, das muss ich ja sagen, hat es mir nicht die venezianische Sicherung durchgehaut, trotz der drei Bücher über Venedig, die ich geschrieben habe, sondern es hat mir die italienische Sicherung durchgehaut. Ich habe angefangen, mich komplettamente zu verwandeln in einen Italiener. Ich habe überhaupt keine Verwandten in Italien. Ich heiße Tötschinger, ich heiße Gerhard, bin getauft auf Gellert, das ist die ungarische Version von Gerhard. Ich habe überhaupt nichts, San Gerardo, gar nichts. Die einzige Beziehung, die ich habe, ist der heilige Gerardo, San Gerardo, war der Abt von San Giorgio Maggiore in Venedig. Aber sonst gibt es überhaupt keinen Grund. Und ich habe angefangen, mich nach und nach in einen künstlichen Italiener zu verwandeln, ohne irgendwelche Begründungen. Weil Lebensfreude, Humanismus, Mittelmeer, Essen, Trinken, Holder der Roh. Ich habe mich einfach ganz maßlos wohlgefühlt da. Und dann haben die Leute mich auch so akzeptiert. 6 Jahre Fernsehsendung jeden Monat, 5 Jahre Intendant in Umbrien, viele, 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 viele Vorträge, Freunde, Kommentatore, das ist überhaupt, im Laufe der Zeit erfährst du ja alle möglichen Ehrungen. Und die eine ist wichtig, die andere ist nicht so wichtig. Aber die wichtigste, die ich habe, ist nicht der Professor und nicht was anderes, ist der Kommentatore, dass ich den höchsten italienischen Orden für Verdienste um das Land Italien habe. Das macht mir dann riesen Spaß. Auf die Weise ist diese merkwürdige Liebe zu Venedig zu einer kompletten Liebe zu Italien geworden. Sie haben rund 30 Bücher geschrieben, die in viele